So Leute, wir marschieren mit dem wahrscheinlich unglaublichsten, geilsten Fahrrad der Welt zu Safe Zone. Und werden dann dort erstmal unseren ganzen Scheiß hier verkaufen, den wir haben. Und abgesehen davon dann gucken, was wir kriegen können an Absperrbarem. Vielleicht ein Auto oder sowas, weil wir haben ganz schön viel Baumaterial. Wir könnten uns natürlich auch irgendwas aus Holz schon hinsetzen, ein bisschen Holz hacken. Aber dann könnte einfach jemand hingehen und sich einfach ein Schloss reinballern. Das heißt, wir bräuchten erst ein Schloss, bevor wir anfangen können, irgendwas zu bauen. Wiederum brauchen wir Geld für ein Fahrzeug, weil ich habe keinen Bock, immer Fahrrad fahren zu müssen. Wiederum haben wir nur noch 900 Meter bis zur Safe Zone, was ziemlich geil ist. Und jetzt wieder anders gesehen, ich muss, glaube ich, die Sichtbarkeit umstellen. Ja. Ja, jetzt fällt mir nichts weiter darauf ein, außer zu sagen, dass der Server alle 4 Stunden restartet. Ich glaube, das war auch dieser Server, wo Daniel und Milo drauf waren. Nee, war er nicht. Okay, keine Ahnung. Ich habe ja wirklich gesucht zuerst nach dem Server, wo die drauf waren, aber naja, so ist das Leben. Manchmal, naja, kriegt man alles und manchmal nicht. Ja. Oh, ich hör was. Hat er sich nach Auto angehört? Nicht, dass es mich überfährt oder so, wäre scheiße. Oder wir folgen ihm mit dem Fahrrad irgendwie und dann töten wir ihn. Hör hin, Ivan. Der ist hier irgendwo. Nee? Gut. Hätte ja sein können. Repack Bike. So, ich kann mit dem Fahrrad abschleppen, ehrlich? Geht das? Dann wollen wir mal das Baumaterial verkaufen. So, was haben wir denn? Wir haben Versorgungskisten. Alter, da können wir mal gucken. Vielleicht können wir richtig, richtig Geld machen. Ist hier irgendwas? Irgendwas gespawnt? Irgendwas Cooles? Alles klar, ich werde mal gucken, was meine Waffe wert ist. Immer ganz wichtig, Kollege. Zeig mal, was du hast hier. Ne, nicht Munition, vergiss es. Munition, die brauchen wir. Hier, du, Händlermenü. Soul Rifle. Soul Rifle. Okay. Jetzt haben wir 6 Gold bekommen. Ja, geil, Alter. Yeah. Egal, jetzt können wir die Waffe hier aufnehmen. Und da ist noch eine Schrotflinte und eine Uzi. Oder hat jemand scheinbar... Der hat jemand scheinbar eine Cessna gefunden oder so. Hat sich so angehört. So, jetzt wollen wir bei dem hier noch die PDW verkaufen. Ja, ist alles Gold. So, dann noch die Munition bei ihm. Jawohl, dann können wir wieder die Pistole aufnehmen. Das heißt, wir haben jetzt 10 Gold. Yeah. Episch. Naja, besser als gar nichts, oder? Hier ist nichts. Hier auch nicht. Aber das liebe ich an Daisy, an dem ursprünglichen Daisy. Alter, hier können wir Geld machen. Oder auch nicht. Ist da nichts drin, oder was? Quatsch doch nicht, Alter. Das gibt's doch nicht. Nein! Sonst nichts, okay. Schade. Dann werden wir mal... Aber jetzt habe ich wenigstens hier sowas hier. Lass mal gucken. Wir müssen das Baumaterial loswerden. Irgendwie. Okay. Panzersperrensätze kann ich verkaufen. Kriege ich 10... Das ist ja gar nichts. Was kostet das? 60. Oh je. Oh je, ich ahne Böses, Leute. Alles klar, wir haben im Endeffekt gar nichts, was wir verkaufen können. Wir bräuchten
Motor. Nee, warte mal. Alter, Scheiße. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Bauzeug? Versorgungskisten, Tanktrap und Scrap Metal. Scrap Metal behalten. Gut. Ein Vorschlaghammer, Lumberbag, Cinderblocks. Alter, den Cinderblock könnten wir verkaufen. Das heißt, ich werde mir das hier in die Tasche packen, den Cinderblock rausholen. Dann werde ich. Haha, den kann ich hier nicht verkaufen. Oh, wow. Alles klar, weg damit. Ist mir egal. Gut, das Scrap Metal behalte ich. Das Scrap Metal behalte ich wirklich. Das Scrap Metal ist toll. Lumber lasse ich auch mal da. So, vielleicht finden wir noch einen großen Rucksack. Was haben wir denn an Geld jetzt? Wir haben 8 Gold. Oh, das ist aber nicht viel. Was kriegen wir denn für 8 Gold? Irgendein schnelles Auto, bitte. Oder sollte ich noch auf Auto pfeifen und noch sparen? Lass mal gucken. Weapons Truck, hier ist eine Mission. Man kann übrigens irgendwie. Add Camo Paint. Okay. Man kann hier Waffen modden, man kann sie upgraden und so, solche Sachen. Was ziemlich geil ist eigentlich. Gibt es hier auch eine Lockbox? Ich hätte gerne eine Lockbox. Gibt's hier sowas? Lass mal gucken. Hast du eine Lockbox für mich? Bitte sag ja, sag ja. Lockbox Combination Lock kostet 80 Gold. Aua, das tut weh. Okay. Aber Lockboxen gibt es scheinbar nicht. Safe. Okay, wir müssen zum Weapon Truck. Wie viel Munition haben wir? Wir haben. Ist nicht viel. Wir sollten vielleicht zwei Magazine noch kaufen. Kaufen. Eins. Zwei. Okay, Dankeschön. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen Munition. Jetzt können wir zu der Mission da hinten hingehen. Und beten, dass wir die auch schaffen. Eine Sniper wäre zwar von Vorteil, aber was soll's. Man kann nicht alles haben im Leben. Besser als gar nichts. Würde ich behaupten. Ist wirklich besser als gar nichts. Was ist denn hier los? Abgeschlossen. Alter, wer hat er sich den gekauft? Ne, der ist Deko. Cool. Ist offen? Nein, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Schade. Oder hinten gammeln die NPCs. Ich weiß nicht, wie hart die schießen. Also wie scharf die schießen. Ich werde mich hinter dem Bus, glaube ich, verstecken und dann die Mission von hier aus versuchen zu erledigen. Aber das ist schon weit, muss ich zugeben. Wow, kann ich Zeroing? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Vielleicht hätte ich mir die Bauernsniper kaufen sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Ob ich irgendwas treffe? Ich habe ja ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Kugeln ankommen. So, halbautomatisch wieder. Huch. Ey, die haben zurückgeschossen, die Penner. Harte Geburt, schwere Geburt.
Jetzt aber. So geht mir eher die Munition aus. Alter, wie viele das sind. Ich glaube, ich hätte mir echt eine Waffe mit Scope nehmen sollen. Ich kann ja nochmal zurücklaufen eigentlich, ne? Vielleicht kann ich auch irgendwie näher ran. Ans Haus. Komm, die können doch nicht durch Holz schießen, oder? Können die? Die können eigentlich schon durch Holz schießen. Vielleicht machen sie es ja nicht, weil ich der Ivan bin. Keine Ahnung. Aber es ist verflucht weit. Bleibt stehen! So, letztes Magazin. Das werde ich jetzt einfach reinballern und hoffen, dass ich irgendwas treffe. Ich glaube, ich treffe nicht mal, ey. Ich weiß auch nicht, wie hoch der Bullet Drop ist. Okay, das war's. Ich werde mir jetzt eine Bauernsniper beschaffen. Ja, dann nochmal hingehen. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher mit einer Waffe, wo ich einen Scope habe. Oder so eine AK-Sniper. Gibt's ja auch. Weil vielleicht, ja, doch, eine Bauernsniper oder eine Waffe mit Scope, weil dann werde ich die hier verkaufen, gucken. Nee, wisst ihr was, ich werde erstmal gucken, was die Waffe kostet und dann werde ich mir die kaufen oder verkaufen. Wisst nicht, dass ich dann mit gar nichts dastehe. So, schauen wir mal, Assault Rifle. Nein? Light Machine Gun? Ja, eine PKP, das wäre schön, 20 Gold haben wir nicht. So, dann gucken wir mal, hier, wo sind die AK? Nicht der Cobra, sondern PSO oder sowas heißt die, ne? Ah, nein. Haben sie die hier gar nicht, oder was? Schade. Ja, oder die hier. Kostet 8 Gold. Könnt man kaufen. Lass mal gucken wegen der Bauernsniper. Vielleicht ist die SVD... Oh, Alter, die SVD ist ja... 2 Gold. Seht ihr? Halt. Dann verkaufen wir die hier. Ja, lacht mich ruhig aus, aber ich finde die Bauernsniper gar nicht mal so übel. Werde ich mir ganz viel Munition für die kaufen. So, einmal, zweimal, dreimal, 15, 20 Schuss. So, kurz abbrechen. Dann werde ich hier das mal ein bisschen reinpacken. Ein Gold, Alter, ist ganz schön teuer. Aber jetzt habe ich ein paar Schuss, das ist gut. Ja, jetzt kann ich wenigstens mitspielen, ey. Wunderbar. Ich mag die Bauern-Sniper, weil sie so... Ich weiß nicht wirklich, wie eine Sniper aussieht, wie so ein altes... Wie so ein Karabiner halt. Ist ja ein Karabiner eigentlich im Sinne auch. Ich finde es trotzdem cool. Und das Schöne ist, von hier aus Mission zu machen, man stellt sich... Ich glaube, ich habe Schüsse gehört.